Und willkommen zurück, immer noch im Wasser mit einer Fackel in der Hand. Ich bin natürlich auch wie immer wieder dabei. Und ich möchte auch mal sagen, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Entschuldigt, wenn ich heute ein klein bisschen wenig kommentieren und irgendwie müde klinge, aber irgendwie war heute meine Nacht ein bisschen kurz. Ich habe nämlich in meinem eigenen Let's Play gesessen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe es endlich geschafft, mit dem eigenen Let's Play ein bisschen weiterzukommen. Ich habe ein falsch gewartetes Testvideo hochgeladen und an dem ordentlich rumgebastelt. Mittlerweile habe ich es echt geschafft, dann noch den Ton von mir nachzusynchronisieren und mit reinzuarbeiten. Das hat mich aber gestern wirklich fast meine ganze Nacht gekostet. Hast du eigentlich das Geheimnis im Wasser schon geholt? Ich glaube, das haben wir gestern gemacht. Ja, haben wir. Ja, wir haben. Der Super. Grüne fehlt. Ich weiß, wer der ist. Da kommen wir noch ran. Weil der Grüne kommt fast ganz am Ende und so weit bist du noch nicht. Oder so weit sind wir noch nicht. Da kommt gerade erstmal nichts, die Waffen kannst du wegstecken. Ich kenne mich hier aus. Diese blöde Bibliothek mag ich immer am wenigsten. Deshalb merke ich mich nicht stellen. Du musst am Bücherregal hochklettern. Rechts, genau. Hoch da. Verdammt, falsche Taste. Umdrehen. Und Waffen ziehen am besten und gleich mal die Ratten auf der anderen Seite klein schießen. Ungefähr so? Genau. Ja. Oh. Ich weiß nicht, dass ich nicht spielen muss. Weil ich glaube, ich würde mit jedem Schritt verbocken. Ja, es ist. Ich glaube, wir reden weiter heute ziemlich wenig aufgrund der Uhrzeit und des Schlafmangelt. Ich meine, ich bin heute um 3:30 ins Bett und es ist jetzt gerade mal 8 Uhr morgens. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ich geschlafen habe? Ich würde mal dann Waffen rauspacken, weil das ist noch irgendwann schützen. Das ist scheiße. Genau. Ich war gestern Abend so platt, ich habe sogar vergessen, meine Jacke auszuziehen. Verdammt, jetzt nerven ausnahmsweise mal die Frames. Ich hasse die Teile. So, der ist platt. Wenn du einen anderen Schalter ziehst, dann beschwörst du noch zwei herauf. Rauf da, Regal klettern. Da musst du jetzt noch nicht hin. Das ist später dein Rückweg. Ah, okay. Jetzt musst du erstmal wieder dieses Regal hoch. Schönes Regal. Man kann dran hochklettern. Und so, dass du weiter hochklettern kannst. Genau. Ja. Und drauf dann. Kann sein, dass ich später mal kurz weg bin und mir einen Kaffee hole. Zum Wachwerden? Ja. Ja, ich bin so ein Gewohnheitstier, das Kaffee. So, und jetzt dann. Speicher mal eben, weil das geht schnell mal schief. Das geht schnell mal schief, ja super. Also bei mir ging's schnell mal schief. So, du rutschst da runter und springst auf den weißen Balkon. Gegenüber. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so mit hinkriege. Yay! Jetzt drehst du dich um, springst auf das Dach darüber, weil jetzt zeige ich dir, wo du deine Uzis herbekommst. Und rüber auf die Mauer. Jetzt stellst du dich da hinten an die Ecke und drehst dich in Richtung Haus. Aber am höchsten Punkt, das heißt nur ganz nach oben. Du springst jetzt das Haus zu und versuchst die Ecke zu erwischen. Millimeterarbeit. Und dann da hinten in die Lücke in der Wand. Nein, andere Seite. Du siehst doch dieses Loch in der Wand, genau. Geht aber gerne mal schief.
Ja, das nächste Mal speichere ich dann nochmal ab, damit ich nicht gleich zweimal den gleichen Müll mache. Jetzt weiß ich, was du meinst mit geht gern, weil ich mach's über auf meine alte Technik, die wirkt mir doch ein bisschen sicherer. So rein fingerdrücktechnisch, uhrzeittechnisch. Anstrengung ist kein Ganz ehrlich, Bockfaktor. geht aber genauso, wenn man einfach abspringt, sobald sie also vorne abkommt. Da muss man einfach mit vorwärts und festfallen abspringen. Dann geht es genauso. Ja, aber ich kann mit diesen einfachen Tastenkommandos nicht umgehen. Bloß. Und jetzt würde ich dann ja mit aus dem Wasser steigen, wenn du reinfällst, dann würde ich gleich neu laden. Weil in diesem Häuschen, das du siehst, kommt ganz gerne mal einer raus und ballert ein bisschen. Dann musst du als nächstes nämlich platt machen. Okay. Sag mal, siehst du da oben diesen Gitterzaun? Ich habe gerade ein bisschen den Gitterzaun gesehen, wenn du dich mal nach links drehst. Den, ja. Erkennst du es wieder? Ja, da war ich mal. Da war gestern unser Startpunkt. Genau. Da haben wir gestern angefangen zu starten mit der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung, wie viele Parts das jetzt davor liegt. Viele auf jeden Fall, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach noch nicht neu bearbeitet habe. Weil ich einfach gestern keinen Bock hatte. Also die gehen echt nicht nach Parts, sondern die gehen so ein bisschen nach den Tagen, an denen wir spielen. Ja, wobei unsere erste Aufnahmesession so weit weg von der zweiten Aufnahmesession ist, das ist echt ohne Worte. Ich glaube, das. Übrigens, wisst ihr, was wir gerade Herrliches bekommen haben? Eine meiner absoluten Lieblingswaffen. Darf ich bekannt machen? Uzi. Ich zeig dir auch nochmal so für die Liebe. Ne, sind. Ach, ich habe hier Automatik. Haha. Da haben wir Ja, sie. die hat am Anfang von Venedig eingesammelt. Ach ja, habe ich ja vergessen. Ja, aber die Uzis Meine mit. kleinen Lieblingsspielzeuge. Die Automatik haben 440 Schuss, meine Schrotflinte, meine Lieblingswaffe nur noch zwei. Pistolen Ganz haben ehrlich, da muss man unendlich. wieder sagen, Schrottflinte. Ach, ich habe einen Granatwerfer mit 10. Und M16 Munition habe ich 4. M16 Muni mag ich gern, also M16 ist eine Waffe, die mir auch relativ gut gefällt. Jetzt, genau, nein, du musst dahin nicht zurück. Jetzt kannst du die runter auf den Steg und musst den Kerl erledigen, der da nervt. Ups, geht den Kreis auch lustig. Kurz was mit dranhängen. Und wenn du unten bist, zück doch gleich mal was zu ballern. Der ist im Haus drin, der kommt vielleicht nicht raus. Ich war auf der rechten Seite meistens. So. Und das auf den Tisch nicht vergessen. Weil ohne das können wir das Spiel nicht beenden. Klar, jetzt habe ich den blöden Tisch mal wieder nicht. Schlüssel, dass wir am Ende dieses Haus sprengen können. Jetzt musst du darüber zur Tür, aber obacht, sobald die Tür aufgeht, ist da der nächste Gangster, der dir ans Leder will und der ballert meistens ziemlich heftig. Du kannst springen mit Festhalten, sobald drüben das Waffen ziehen. Was ist gemein? Bei mir ballert der immer wie blöd. Bei Ich mir mach kann er den nicht mal meistens ballern, weil ich ihm fertig. schnell in den Rücken schieße. Ballert der Typ trotzdem immer klein. Wisst ihr, was ich witzig finde? Wenn mir ein Fenster im Weg steht und ich springe einfach dagegen. Probier das doch mal. Batsch. Das So, macht Spaß. Macht mehr Spaß, als drauf einzuschießen. wo muss ich jetzt lang? Die einzige Tür, die du noch nicht aufgemacht hast, aber obacht, dahinter stehen zwei Ballermänner. Zwei Ballermänner und das mit. Meine Munition, die ich nicht. Meine Lebensanzeige, die ich nicht lesen kann, aufgrund, dass ich da die Frames drin habe. Ja, Auf ich. jeden Fall ist der hoch. Bei mir war da letztes Mal ein richtig cooler Bug drin. Und zwar, die Typen sind durch die Fenster gekommen, die Fenster sind zugeblieben. Komm, komm, verrecke!
stirb mit Kerl. Ich hab doch gesagt, verrecke. Ich dachte, das kommt aufs Gleiche hinaus, wenn man sagt, verrecke. Ich muss dagegen hüpfen. Ja, ich kam gerade nicht auf Alt. Das ist das Problem. Alt ist meine Sprungtaste, damit man es weiß. Ja, Alt ist eigentlich immer die Sprungtaste. Ja, wer weiß, ob die das wissen. Ich sag's lieber mal. Es gibt nämlich auch Leute, die gucken ein Let's Play, ohne dass sie das Spiel jemals gespielt haben. Nicht. Jetzt muss den Hink. Und yay, wir sind kurz vor Ende. Das merken wir daran, dass da hinten schon der Sprengschatz steht. Ja, diesen Fehler. Nein, da musst du nicht lang. Du musst eigentlich von hinten aus dem Wasser. Ja, ich frag mich auch immer noch, wo der grüne Jadedrache ist. Das sag ich dir gleich, weil da kommen wir jetzt dann dazu. Maus, Obacht. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder speichern. Du nicht den Sprengsatz, auf gar keinen Fall. Weil sonst sprengst du einen Jade draußen mit in die Luft. Nicht so. Genau. Umdrehen, diesen Weg hier entlang lassen. Dann nach oben klettern, zum Fenster, genau. Jetzt den restlichen Weg kannst du dir ja schätzlich mal selber denken. Ins Wasser! Ich weiß nämlich, welches Goodie wir kriegen. Das mit dem geht irgendwie leider nicht, das muss man wirklich einschießen. Oh, Menno, ich dachte, das funktioniert wieder. Nee. Ja, jetzt hör mal's. Du wirst mich freuen. Erstmal kurz. Ui, wie viel ist es? Wie viel ist es? Falsche Richtung gedreht, aber egal. Jo, ich hab wieder 12 Schuss, hab 10 Schuss bekommen. Ich sagte ja, du wirst dich freuen, ich wusste ja. Ich hab das Level ja gestern erst gespielt. Und jetzt Obacht, wenn du das Haus sprengst, du siehst doch da oben den Balkon, gell? Ja. Dann taucht da auf einmal ein Schütze aus dem Nichts auf. Und ballert uns ordentlich ab. Aber erst sobald du hinten den Sprengsatz zündest. Ach, schöner, eleganter Sprung, wie ich hoffe. Da hinten wird auch ein bisschen, doch. Ach, schon westlich, drunter durchgetaucht. Das sah von mir aus gerade nämlich so aus. Ich mach nicht zweimal den gleichen Fehler. Ich kann's doch mal speichern. Also, ich weiß nicht, bei mir ist der Kerl immer ein relativer Ballermann. Also, ich hab hinten kurz nach dem Drachen gespeichert. Ja, klar, Pizza. Hier ist auch drin. Ich höre gerade Musik.